Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück bei der nächsten Folge von Allo. Heute werden wir weiterbauen. Und wir kümmern uns erst einmal um Cap Trelawneys Schnapsprobleme. Wir wollen sie ja zu guten Alkoholikern entwickeln. Unsere Bevölkerung. Deswegen fangen wir mal damit an. So, kann ich da was hinbauen? Ja. So. Ungünstig angefangen schon. Und dann eine Riege von oben bitte. Hallo? Ja, gucken wir mal, ob... Na, schade. Ob das Ganze hier schon ausreicht, die halbe... Also die halbe Insel hier. Wir wollen 6 machen, ne? Ja. Also wir wollen nicht 6 machen. Also wollen wir... Will ich auch, aber... Anzahl an Gebäuden, 6. So. Das war Nummer 2. Das reicht locker aus. Ich würde fast hier noch einen Zwischenstichweg bauen. Das ist schon zu viel, wa? Ja. Nee, es darf nicht... Muss schon halbwegs passen. Nummer 3. Einen können wir auf jeden Fall noch daneben setzen. Wahrscheinlich sogar noch einen zweiten. So, jetzt wird es nämlich nach hinten auch ein bisschen größer. Das ist einfach schon zu viel. Nummer 4. Wow, okay. Das ist auch voll. Nummer 5. Und dann passt sogar das 6. auch noch daneben. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, das kommt gleich. Gott, Alter. Diese Halbinsel hier oder diese Mini-Insel, die wird so explodieren irgendwann, wenn hier eine einzige Sache hochgeht. Oh, passt das? Oh, das passt perfekt. Oh. Wie abgemessen. Das ist ja der Hammer. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Und ich habe gedacht, das reicht kaum. Naja. Machen wir es mal ein bisschen anders. Machen wir den Weg da lang. So, dann können wir uns den da auch klemmen. Super. So, dann brauchen wir 6 dieser Teile. Oh Gott, Alter. Ich muss die eigentlich alle auseinandersetzen. War das so? Ja, sieht optisch auf jeden Fall am schönsten aus. 2, 3, 4, 5. Hauptsache, da ist Platz dazwischen. 6. Das steht verkehrt. Nee, steht richtig. Stehen alle richtig, ja. Ich habe keine Ahnung, in welchem Abstand die stehen müssen. Damit die sich nicht gegenseitig in die Luft jagen. So, jetzt habe ich überall 3 dazwischen, ne? Was ist da noch, eine Feuerwache? Gut, die Feuerwache können wir eigentlich auch hier hinsetzen. Also die muss auf jeden Fall gebaut werden. Ja, nee, wenn eine davon hochgeht, sind wir absolut am Arsch. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Scheiß drauf, Alter. Oh Gott, ich werde so bereuen. Ja, definitiv brauchen wir mehr Arbeiter. Dann machen wir nochmal eine Dreierreihe hinten ran. Mehr passt sowieso nicht mehr. Okay, jetzt fehlt es uns auch am Holz. Lacht hier jemand? So, hat er. Sag, unsere Geduld ist langsam am Ende. Eine anarchistische Demonstration droht Unruhe zu stiften, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden. Nicht erfüllen, wenn sie seine. Wir sind doch keine dummen Schafe. Nö. Okay, was soll ich denn machen? Irgendwas Neues. Das haben wir uns verdient. Okay, wir haben es nebenbei einfach schon geschafft. Krass. Ich weiß nicht, was das Problem war. Aber es gab eins. So. Schnaps bringt nur Geld, ne? Ja. Ich habe zu wenig Klamotten. Ach so, ja. Alle Achtung, ich
Nee, ich habe nicht zu wenig Klamotten. Ich habe einfach nur das Gebäude gerade erst gebaut. Deswegen muss es sich aktualisieren. Habt ihr einen Marktplatz? Ihr habt keine Klamotten? Achso, weil ihr auch gerade neu gebaut wurde. Ja, komm. Ja, das wird's Haus. Das wird's. Ha, Haus. Was ist denn das für ein komischer Radius, den ihr habt von dem Wirtshaus? Das ist irgendwie nicht ganz so geil. So, das muss ich leider alles einzeln löschen. Wenn da vorne noch Mist gebaut. Der Weg anders aus? Ah, okay, das ist einfach nur Sand dazwischen. Okay, also wir brauchen noch mindestens, kann man sich ja leicht ausrechnen, nochmal mindestens ein 8er Block. Mangelt es denn am Holz? Ich muss. Ich muss theoretisch die Straße 1 nach oben verlegen. Damit ich da nochmal jeweils 2 Reihen hinkriege. Bin mir nicht sicher, ob das... Okay, Wirtshaus passt. Ja gut, Schnaps kommt erst. Die restlichen Sachen müssten eigentlich auch alle gleich noch kommen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Das würde ich eher andersrum bauen. So. Dann kriege ich nämlich nochmal 2 Gebäude daneben. Und da kann ich dann einfach, weiß ich nicht, ein paar große Bäume einfach mal setzen. So, dann hätten wir das. Ich kann das alles schon vorbereiten. Das muss dann einfach nur noch mit Leben bzw. Häusern gefüllt werden. Dann haben wir jetzt auch wieder genug Arbeiter. Also wenn die irgendwann mal alle hier fertig sind mit ihrem Aufleben und mit dem Vollbesetzen der Häuser, dann sind wir hier bei den Bauern erstmal safe. Was uns aber noch nichts bringt, denn wir brauchen viel mehr. Denn wir müssen ja auch erweitern. Dann verlieren wir wieder welche. So, ganz kurz, die Kirche kann ich übrigens fast schon bauen. Weil ich habe ja ein paar Sachen schon bekommen. Setzen wir es so. Dann kommt dahinter ein bisschen Ulme oder ein bisschen Laubbaum. Passt. 7, 6, 5. Ja, gut, zählt runter. So ein kleiner Countdown. Achso, und wir wollten ja natürlich hier zum alten Nate. Und die nächste Mission beginnen. Willkommen am Cap Trelawney. Morgen. Der ewigen Ruhestätte von Tausenden. Und eine nie versiegende Fundgrube. So, 14.000 Münzen haben wir gerade so im Petto. Deine liebe Königin will, da es sich um einen Prototyp handelt, unterschreibt die Verzichtserklärung hier auf der gepunkteten Linie. Und du kannst direkt abtauchen. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Bietet eine Taucherglocke-Aufgabe für 19.000, ja. Okay, tauchen Sie an der vorgegebenen Stelle. Okay, das ist gleich hier um die Ecke. Haben wir es nicht weit? Das ist also die, naja, der neue Strang oder die andere Sache, die halt noch mit dem DLC dazu kam. Wir können jetzt tauchen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, tauchen gehen. Dann lassen wir hier die Taucherglocke runter. Und mit ein bisschen Glück finden wir Sachen. In diesem Fall, glaube ich, war es Schrott. Schiff verkaufen. Denkst du, ich wäre so weit gekommen, wenn ich alles wegwerfen würde? Nö. Bring mir den Schrott. Ich poliere ihn auf. So, okay. 5 Tonnen Schrott bei ihm abgeben.
Dann haben wir die Waffenruhe wurde beendet. Mission erfüllt. Wir haben aber die andere noch. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Müssen wir uns gleich mal angucken. Hast du was anderes als abgenagte Knochen gefunden? Nicht schlecht, was? Ich kann aus deinem nutzlosen Abfall was machen, wenn du mir den Kram gibst. Ja, ja, bitte. Neue Befehle? Okay, dann haben wir die Mission. Ich mir meins. Segeln Sie wieder zu dem vorgegebenen Ort. Wählen Sie Bergungsschiff aus und klingen Sie tauchen. Wo ist denn der vorgegebene Ort? Keine Lust mehr, nichts als Schrott herauszufischen. Ich kann dir gegen eine kleine Gebühr zeigen, wo die guten Sachen liegen. Jetzt bleibt nur noch ein dampfender Haufen gar nichts übrig. Koordinaten. Von den Kraken. Sie umklammern ihre Schätze mit aller Macht. Ja, und wir sind halt nicht die Einzigen, die nach Sachen tauchen, ne? Es gibt auch noch... Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Vasco Oliveira. Der taucht auch nach Sachen. Unser Konkurrent quasi. Ist das unser Bereit für neue Befehle. Oh Gott, alter Schwede. Jetzt muss ich aber hier erstmal... Also hier muss ich echt noch sehr, sehr viel aufdecken. Ist hier eine Insel? Ach so, das ist ja die komische Insel hier. Okay. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Genau, das ist eine der Menschen, die ich mir jetzt anheuern kann. Eine Souvenirverkäuferin beeinflusst Besucherhäfen, Unterhaltskosten und Attraktivität. Herzlich willkommen. In einem Café. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Und herzlich willkommen. Unterhaltskosten minus. Was kostet mich so ein Ding eigentlich? Oha, 400. Sehr gut. Jetzt haben wir nur noch 300. Und nochmal Attraktivität. Ich sehe immer wieder die gleichen Gesichter. Sehr schön. Sparen wir nochmal Geld. Das alles hier kommt mir bekannt vor. So, was? 2242? Was heißt das? Mal war alles genau gleich. Einkommen, okay. Wurde das hier aufgeführt? Ja. Oh. Wieso zahle ich so viel Unterhalt auf einmal? Also ich hatte ja deutlich mehr Plus. Ich war ja schon mal bei 8000, jetzt habe ich ja nur noch 6000. Und ich kriege ja durch den Besucherabend sogar noch 2000 dazu. Ich steige empor im gleißenden Streitwagen der Götter. Sehr schön. Einzig, was noch fehlt, ist die Nähmaschine. Ja gut, und die Universität. Aber die Universität kann ich tatsächlich schon bauen. Da mangelt es dann... Offenkundig sind wir nicht die Ersten, die Old Nates Dienste beanspruchen. Doch bei Gott, wir werden die Ersten sein, die das Zepter bergen. Oh, was ist jetzt? Zwischensequenz, krass. Oh mein Gott! Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Vasco Oliveira. Vasco. Ich verwalte die höchst vertraulichen Geschäfte von niemand geringerem als König Joao, Herrscher von Acoroa oder auch La Corona, wie der Plebs zu sagen pflegt. Wir sind nur gekommen, um einem einstmals mächtigen Imperium am Grab seiner größten Flotte die letzte Ehre zu erweisen. Ja, auch diese. Deine Beweggründe sind allzu offensichtlich. Sie gleichen sich mit unseren Motiven, das Zepter wiederzuerlangen. Das wollte ich gerade sagen. Unsere diplomatischen Beziehungen zu La Corona würden einer Konfrontation nicht standhalten. Ihr müsst ihrem Abgesandten mit redlichen Mitteln zuvorkommen. Genau, also es geht um dieses Zepter. Was genau dahinter steckt, kann ich auch noch nicht sagen. Aber wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. So, was wir auch herausfinden ist, wie ich diese Universität am besten baue. Ist das jetzt schon erfüllt, das Bedürfnis? Nein, weil ich muss es erst freischalten. Okay. Kann ich aber... Ja, kann ich. Wie viele wohnen hier drin? Die Fahne der Freiheit. So, ich muss nur hier drauf achten, dass ich auch die richtigen Bereiche erweitere. Müsste auch noch mal ein paar normale Wohnhäuser, also die hier, erweitern. Warum kann ich das nicht erweitern? So. Dann jetzt Frage, wie viele Menschen haben wir?
1300. Also wir kriegen auch nochmal zwei Handwerker mehr pro Haus, wenn... Also, Universität steht ja schon. Ja, die passt hervorragend dahin. Das ist super. Kann ich das Ding jetzt eigentlich mal bauen? Das fehlt immer noch an Stahl. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn mein Handelsschiff hier? Ach, ich habe ja sogar noch Sachen drauf. Kann ich dir helfen? Eine Mumie, Bandagen und Schmetterling. Was ist das? What? Es gibt auch noch einen botanischen Garten später? Oh. Okay, ja, das hier ist zum Beispiel so ein sinnloses Tier. Also es ist nicht sinnlos, Schmetterlinge sind ja schön, aber gehört nicht zu irgendwas. Genauso diesen Adler hätte ich eigentlich auch nicht kaufen müssen. Ist egal, kaufen wir erstmal. Steuermann. Und wir werden dann alle Tiere, die keiner Gattung zugehörig sind, hier in den Zoo installieren. Der noch keinen Zoo hat. Also, der Ort hier. Aber er bekommt gleich einen. Muss ich nur überlegen, wo. Der ist eigentlich egal, wo ich den hinbaue. Aber prinzipiell, ihr habt doch alles. Besser geht immer. Echt, ihr habt wirklich alles? Okay, hier fehlt nur Marktplatz. Krass. Ja. Baukosten habe ich. Setzen wir ihn einfach hier hin. Das war ungünstig, oder? War nicht günstig, sagen wir es mal so. Der neue Knecht? Wie gesagt, eigentlich ist es Wurst, wo ich den hinsetze, den Zoo. Hallo? Kann ich hier weiterbauen? Ja. Ja. Bin mir echt noch ein bisschen unsicher, wie ich es baue. Also auf jeden Fall so. Und auf jeden Fall so. Der wird auch nicht so schön werden wie der andere. Wobei der andere jetzt auch nicht schön ist, aber. So. Zack. Zack. So. Dann kommen hier die nächsten Gehege dran. Und ich hätte halt gerne den Musikpavillon da wieder drin. Okay, dann knallen wir uns den dahin. Ich glaube, das müsste genau passen, oder? Ich hatte. Nee, genau gepasst. Ja, mir fehlt es irgendwie so ein bisschen an Abwechslung hier in diesen Parks. Also Formschnittgarten und sowas kann man machen, aber sowas wie eine Bank oder sowas anderes, das würde mir eigentlich auch ganz toll gefallen. Diese Teile verstehe ich auch noch nicht. Wir bitten lediglich um etwas Schutz. Beeinflusst Nähmaschinenfabrik. Oh, schön. Und Hochradwerkstatt. What? Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? Ja, ja, absolut. Ohne euch wäre alles doof. So, Sie wir kaufen. Mit all ihren Lügen vollgestopft. Und du hast nicht mal gequiekt. Wir kaufen uns weiter Module. Was machen denn die Piraten hier eigentlich? Es geht hier um Wohltätigkeit, richtig? Ach, Bente. Das ist ungünstig für dich. Bentes Schiff. Ich würde gern vorher wissen, was das für Treibgut ist.
Aber gut. Drück jedes Mal das Falsche. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Eigentlich will ich es zu Ende bringen. So oder so. Oh Gott! Super! Ganz klasse! Eine Aufgabe ersuchen. Aus Spaß mache ich das mal. Okay. Dann nicht. Für alles, was ich hier fände, gebührte dir der Dank. Okay, was muss ich machen? Okay. Nichts passiert? Neue Ziele? Jetzt habe ich tatsächlich nichts zu tun mit meinen Kriegsschiffen. Ich bin am Überlegen, ob ich Bente Jorgensen den Krieg erkläre. Weil es eigentlich egal. Ich übernehme die Inseln friedlich. Wenn ich jetzt hier vollen Ausschlag habe, kann ich die Insel ja übernehmen. Anteilseinkommen 1000. Die macht aber auch echt nicht viel Geld, ha? 700. Was macht denn hier so eine Insel? Was ist 1000? Das kostet mich da einen Anteil. 400. Shit, Alter. 5000. Okay, also das ist die krasseste Insel hier. Was macht denn meine Insel eigentlich? 6000. Okay. Neue Welt. Eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Ach, die wollte eine neue Insel besiedeln, kann das sein? Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja. Schön, dass Bente genau... in der neuen Welt genauso viele Inseln hat wie der alten. So, ein Cap Trelawney breiten sich vor den Kraken. Sie umklammern ihre. Ach so, ja, ich muss ja hier die Nebenmission noch übrigens noch machen. Und irgendwo brennt's. Ja, ich will's nicht wissen, wo es brennt. So, kleiner Magnate. Ist das etwa? Na, das ist Tagebuch. Wohl wahr. Vulva. Das Tagebuch von Admiral Nadaski, dem engsten Vertrauten meines Herrn Vaters. Dieses durchweichte Tagebuch befindet sich in einem schrecklichen Zustand. Ihr habt nicht zufällig Restauratoren zur Hand? Admiral Nadaski mag auf der Seite der Sieger geschlafen haben. Doch Vater sagte immer, das Zepter sei durch seine Leichtfertigkeit den Wellen anheimgefallen. Okay, General Nadaski, wer auch immer er war. Also, wo hat's denn gebrannt? Nee, wollte gerade sagen, hier? Das hätte mich ja nicht gewundert, da brennt's. Komm, akquirieren wir mal eine zweite Feuerwehr. Ansonsten wollte ich das nicht... Expedition müsste ich eigentlich auch nochmal machen. Kann ich eigentlich auf zwei Expeditionen gleichzeitig gehen? Wahrscheinlich nicht möglich, ne? Ja, also wie gesagt, was ich mit meinen Kriegsschiffen jetzt mache, weiß ich nicht. Ah, nein, hat er die Insel geholt. Jetzt gibt es nur noch drei Inseln gibt es nur noch. Vier Inseln, die ist auch noch nicht besiedelt. Ach, irgendwann wird es hier Krieg geben müssen. Lotte legt ab. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Und gut, die erste, die fällt, ist Bente Jorgensen, weil sie halt auch die schlechteste ist. Danach wird es schon schwierig. Also ich möchte nicht behaupten, dass ich viel Gegenwehr aktuell leisten könnte gegen den Rest. Aber wir lassen uns überraschen. Bis jetzt sind wir ja noch gut gestimmt mit allen Partnern und Nicht-Partnern. So. So mutig und so viele Leben gerettet. Dann machen wir hier nochmal so ein Teil. Mumienbandagen. Bronzeschwert. Das ist überall gleich. Okay.
Und dann haben wir noch Tiere. Ganz kurz. Bist du schon wieder weggefahren? Nee. Wir... Ach so, ganz kurz. Ach, das habe ich schon gebaut. Sehr schön. Wir sortieren jetzt die Tiere aus, die wir hier nicht mehr brauchen. Also. Prinzipiell brauchen wir alle Tiere, aber die hier keiner Gattung zugehörig sind. Das wäre einerseits... Brauche ich gar nicht so machen, sondern kann hier gucken. Tschüss. Arktische Tundra, jawohl. Arktische Tundra, jawohl. Ziege, Nutztier. Ochse, nischt, tschüss. Ihr beiden gehört den Dingern da an. Nischt, tschüss. Tiger ist Dschungel, du bist Dschungel. Storch ist nischt. Qualle, auch nischt, ärgerlich. Leuchtkreatur. Und du bist nochmal ein Vogel, du bist nischt. So, den Leuchtkalmar nehmen wir hier mal raus. Der kommt erstmal provisorisch hier rein. So. Alles bereit. Die kann ich nicht ansatzweise mit einmal mitnehmen, oder? Okay, aber in zwei Touren schaffe ich es. Gut. Dann transportieren wir mal die Tiere hin und her. So, ich brauche 8 Gehege. Oh Gott. Dann muss ich jetzt anders bauen. Nee, das war verkehrt. 1, 2, 3, 4. Ich habe irgendwas erreicht. Kunstkenner. Plus 20 Attraktivität. Sehr schön. Gilt für alle, ne? Sie haben an Einfluss gewonnen. Ganz genau, habe ich. Das macht natürlich hier noch mehr Sinn. Was bin ich denn hier jetzt? Wunderliche Stadt. Ja gut, ich habe natürlich jetzt auch 8 Tiere abgezogen. Aber ich hoffe auf die Dinger hier, auf die Kombination von den Teilen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ich eigentlich alle verarschen? Wie schnell baut ihr denn jetzt eure neuen Siedlungen? Nee, hab ich alles. Ich muss in Cap Trelawney unbedingt neue Siedlungen errichten. So, du gibst mal das Tagebuch ab, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was es mir bringt. Und fährst einfach mal hier hin. Baldrin, jetzt bist du dran. Meine Hände sind dann nichts wie los. Okay, du wirst die 2... Wendemanöver! Wendemanöver. Das machen wir ganz schnell weg. Ach, das ist die Ecke hier, ne? Steuermann? Also die... Das Kartenende schon. Okay, wir brauchen unbedingt eine neue Insel. Ach, prinzipiell brauche ich keine neue Insel. Ach, nee, ich... Ich kaufe mir keine neue Insel. Ich mache das anders. Ich mache das über diese Module, die man kaufen kann. Steuermann? Also das Saatgut. Das gibt es ja bei der einen Händlerin da, bei der Araberin. Die hat ja manchmal diese Saatguts. Ist die Mehrzahl von Saatgut? Saatgut? Wahrscheinlich eher nicht. Und dann werde ich mir drei oder die drei Sachen kaufen, die mir halt noch fehlen. Steuermann? Und dann hat sich der Lachs. Ist die Ecke? Ecke ist drin. Bruder! Nächste Ecke und bis zu. Von mir aus freigegeben. Bin mir unsicher? Segel! So. Die Menschen wissen nicht immer, was das Beste für sie ist. Propaganda-Aufgabe. Ja, meinetwegen. Ach, da muss ich hier eins von seinen nehmen, ne?
Krankheitswahrscheinlichkeit minus 30. Super. Eine Allianz eingegangen. Malte und Bente Jorgensen. Ja, Bente nimmt ja sowieso alle. Anarchie, schwarz auf weiß. Anarchy, schwarz auf weiß. Du hast die Aufgabe gemeistert. Du gehst frei und ungebunden. Ach, das gibt zwei Orte. Okay. Ja, dann machen wir das ganz schnell noch, bevor ich es vergesse. Machen wir zum Abschluss der Folge. Dann sind wir durch. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwann gegen die Krieg führen muss. Gegen diesen Waschko. Vergessen, wie sein zweiter Name war. So, tauchen. Ich denke nicht, dass wir das finden, was er will. Verstorbener schwarzer Schlinger. Klingt nicht ermutigend. Baldrian. Inselmäßig ist das hier auch sehr übersichtlich, ne? Wie viele Teams hat er denn? Drei? Vier? Vier Teams? Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie kostspielig diese Tauchapparatur hier war. Und bislang zumindest erweist sie sich als überaus nutzlos. Ja, Dito. Kann ich absolut bestätigen. Naja, wir haben noch 2 Minuten Zeit, dann kann ich auch schon mal die ersten Gebäude upgraden. So, warum kann ich das nicht bauen? Es fehlt an Stein. Stein. Übertreiben wir es gleich? Ne, wir übertreiben es noch nicht. Wir machen entspannt. Die nächsten Sachen. So, kann ich das alles? Schade. So, nochmal eine neue Reihe Häuser. Produktion läuft ja, ne? Wobei, mir fehlen eigentlich 2 Fische. Damit ich meine Ankündigung von 6 Produktionsstätten auch einhalten kann. So, das würde ich nochmal verschieben. Und wir haben die ersten Handwerker. Arbeiter, Handwerker kommen später. So, ja, üblicherweise kommen jetzt erstmal wieder Steine. Wie viel haben wir? 4. Okay, 2 Minimum. Ja, eigentlich würde ich auch... Am Anfang braucht man wirklich Steine und am Ende brauchst du die Dinger nicht mehr. What? Ach, weil Schnaps wahrscheinlich voll ist, ne? Deswegen übertreiben die es hier gerade alle. Ja, Schnaps ist voll. Hm. 180. So, ja, Wurst. Ja, das kommt alles nach und nach. Kriegen wir hier backen. So. Sein Schlingling oder Schlinger, wie das Ganze hieß. Schlingling. Irgendwie ein Pokémon. Verstorbener schwarzer Schlinger. So, und den hätte er gerne, ja. Schöner Schrott. Was kann ich denn nicht damit machen? Die armen Kerle brauchten all das Holz und das Eisen nicht mehr. So erfroren, wie sie waren. Schatzsuche, 20 Also habe ich mir ein Haus draus gebaut. Handgefahr unwichtig. Schatztyp Artefakt Region Cap Trelawney. Gibt es auch andere Regionen? Oh, krass. Beginnt eine Aufgabe, die bei der ein versunkener Schatz geborgen werden muss. Ja. Macht so eine Schatzkarte aus. Bewegungsgeschwindigkeit Dampfschiffe. Dampfschiffe habe ich nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie ich das hinkriege. Hast du alle losen Enden? Du bist schneller als der elektrische Telegraph. Ach, ich muss auch noch wirklich Handwerker hier einstellen. Eieiei. Das ist aber wirklich ein massiver Sprung. Gut, haben wir es erledigt. Feierabend und bis zur nächsten Folge. Tschüss.